Hallo, du liebe Seele, heute für dich dein Seelenpartner Orakel. Es steht ganz klar die Chance auf eine Verbindung an. Gib also bitte deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Hier kommt eine Versöhnung auf dich zu. Es wird also jemand aus der Vergangenheit wieder auf dich zukommen. Bleibe hier mutig, das sagt dir auch der König der Stäbe. Bleibe selbstbewusst, ihr werdet jetzt hier mit dem Turm Mauern einreißen. Man lässt Altes los und vieles bricht zusammen, aber es wird auch gereinigt. Und mit dem Ass der Kelche hast du hier wirklich eine Chance auf eine große Liebe, auf ein großes Glück. Und hier geht es mit den zwei der Münzen auch darum, dass man ein bisschen jongliert und sich ein bisschen anpassungsfähig zeigt. Man hat mehrere Möglichkeiten. Bleibe also neugierig, bleibe in einer lockeren Einstellung und verspielt mit der ganzen Thematik zwischen euch. Der Stern verspricht dir auch eine neue Hoffnung, eine große Liebe. Es geht hier um eine glückliche Zukunft. Eure Liebe steht hier unter einem guten Stern. Dein Herzensmensch weiß, dass er hier dich oft hat warten lassen in diesem Wartezimmer. Aber er fragt dich eben auch, was denkst du, warum ich deine Grenzen getestet habe? Was denkst du, warum du das mit dir hast machen lassen? Also kehr ihm jetzt auch ein bisschen den Rücken, ja, damit du hier in deine Kraft wieder kommst. Und er weiß, dass er dich enttäuscht hat. Er weiß, dass er dich verletzt hat. Und er weiß auch, dass dich das verunsichert. Aber er will dir hier auch ganz klar zeigen, du musst lernen, dich zu lieben. Du musst lernen, dass du dich mit dir nicht alleine fühlst. Das ist deine Lernaufgabe jetzt. Und du bist seine Liebe. Garten Eden kommt, Mon Amour. Hier geht es auch darum zu sagen, ja, man muss erstmal vielleicht in den Abstand, um dann mit sich selbst ins Reine zu kommen. Hier ist noch vieles im Verborgenen. Es ist vielleicht auch Schweigen zwischen euch. Man hat hier Zweifel, man hat hier Ängste, man ist unzufrieden, man ist immer wieder auch im Pessimismus. Verständlich, wenn du hier in der Warteposition bist, aber bedenke, du begibst dich in diese Warteposition, niemand anders. Du entscheidest, ob du in dieser Warteposition bleibst. Und hier kommt ganz klar, gib deiner Beziehung noch eine Chance. Also es kommt hier zu einer Versöhnung, vergiss das nicht. Das Schiff zeigt dir, es ist bereits etwas auf dem Weg zu dir. Also hier soll jetzt wieder eine Verwirklichung kommen. Es soll eine Bewegung reinkommen, neue Träume, neue Visionen. Gib mir noch ein wenig Zeit. Wir sind in der Weiterentwicklung. Du trägst den Schlüssel zu meinem Herzen und ich wünsche mir wieder Kontakt mit dir. Also all das sagt er dir schon und du darfst hier voller Hoffnung bleiben und jetzt in deine Transformationsarbeit gehen. Liebe, liebe Grüße, deine Claudia.